Auf das Spektakel im großen Saal folgt nun ein wieder eher konzentrierter, ein ruhiger Raum, wenn es auch hier durchaus noch blinkt und leuchtet. Klaus Richter zeigt hier seine neueste Installation Info, die er auch genau für diesen Ort und für diese Ausstellung konzipiert hat. Er zeigt eine Schaufensterpuppe, die umgeben von LED-Laufbändern, von Flyern, von Werbetafeln hinter ihrem Pult sitzt. Schauen wir uns ihre Informationen genauer an, dann fällt schnell deren vollkommene Inhaltslosigkeit auf. Teils hat Klaus Richter die Flyer und Werbezettel sogar so gestaltet, dass die Schrift gar nicht lesbar ist, da sie zu klein oder verschwommen ist. Der Informationsgehalt geht also gegen Null und auch die Protagonistin selbst wirkt gänzlich teilnahmslos und schaut mit leerem Blick ins Unbestimmte. Ihre heiteren Buttons machen Versprechungen, die sie nicht wird erfüllen können. Auch diese Installation erzählt von einer Leistungsgesellschaft, die permanent Flexibilität, Kreativität, Arbeitseifer und Selbstdisziplin einfordert, und sie erzählt von Menschen, die diesen Anforderungen nicht mehr gerecht werden können. Ihr gegenüber sitzt Cosima von Bonins Hai am Tisch, der ebenso ins Leere blickt. Immer wieder tauchen in den Werken der Künstlerin maritime Themen wie Seepferdchen, Fische, Kraken, Muscheln, das Angeln, Boote oder auch Katamarane auf. Ihr breitgrinsender Hai, eine weitere Soft Sculpture, sitzt an einem Kinderpult aus den 1960er Jahren. Über ihm hängt eine Laterne und hinter ihm drei Werke von Michael Kreber, die Cosima von Bonin in ihre Installation integriert hat.